So, zack, bin ich wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dran. Hauptsache, es kam jetzt nochmal ein FF-Split-Update-Fix. Ein kleiner Bug-Fix-Update oder so. Aber, wie wir sehen, die Pause ist weg und es sieht gut aus für ESC, hier die nächste Runde zu sichern. So, er ist jetzt weg. Also die Runde ist schon mal safe. Und Stream dürfte auch wieder laufen. ESC hat ja also tatsächlich 6 Runden gebraucht, bis wir wieder eine Runde machen. So, hier gibt es gerade die ganzen Pause. Was? Ah, wow. Nice, man nutzt hier das Backup. Boah, geil. Scheint der Server down oder so? Weiß nicht. Restoring Match Backup. Score 16 of 13 Rounds. Nice. Sehr geiles Feature auf jeden Fall von Valve. Die sind sowas denken. Ist jetzt komplett wiederhergestellt. Irgendwie die T's aber. Irgendwas scheint noch nicht zu stimmen. ESC hat das, kann das aber nicht. Hat das gerade noch nicht gelesen. He doesn't have a good amount of money. Ja, Pech, ne? Was anderes als den Spielstand nach der Runde können sie ja auch nicht herstellen. Die Lift ist da. Was? Ach so. So, was denn jetzt? So, jetzt wird gleich wieder das Backup wahrscheinlich eingespielt. Aber das Geld wird dann wahrscheinlich wieder nicht stimmen. Erste Map war in. Nuke, genau. Ist dann VG gegangen. Neo hat da gerade einen guten Vorschlag gebracht. Sie spielen mit dem. Ja. So, jetzt gibt es anscheinend nochmal Pause. Genau, jetzt gibt es Pause, bis er drauf connected. Und dann sollte es hier gleich weitergehen. Also, sie laden jetzt das Backup, dann kriegt ESC das Geld. Natürlich ist alles schon passiert. Deswegen haben wir die Pause auch jetzt schon gesehen. Wenn ich ESC wäre, wäre es mir scheißegal. Die Franzosen einfach wegschießen. Egal wie viel Geld die haben. So, lass mal.
6000. So. Jetzt continuen sie. Deco Rico? What? Achso, Disconnect, Reconnect. Alter. So, jetzt geht's hier weiter. Jetzt connectet er. Jetzt Pause. Genau, die haben wir nicht schon gesehen. Genauso wie ich es gesagt hatte. So, jetzt ist er wieder drauf und jetzt geht's weiter. Also, die letzten beiden Runden der ersten Halbzeit. Was eine Geburt. Aber immerhin gibt's so ein schönes Feature, solche Spielstände wieder herzustellen. Vom Geld her und alles. Und die Statistiken und sowas. Ganz wichtig vor allem. So, ESC spielt da jetzt nochmal die Runde, die sie eben gespielt spielen wollten, glaube ich. Neo mit AWP Banane. Kuben schlecht vor. Und das könnte sehr entscheidend werden. Lord wieder eine wichtige Posi. Sie spielen halt am Arm super defensiv, da sie halt am B-Offensiv stehen und Infos haben. Ui, warum sie sich jetzt da komplett rausziehen, verstehe ich nicht ganz. Okay, jetzt gibt es den Go. Pascha. Hess, aufpassen. Oh, die sind schon sehr close. Oh, Pascha macht noch einen. Schießt doch in die Smoke. Oh, zum Glück ist Neo da. Und noch Kenny S. Oh, Glück im Unglück dabei, Pascha. Uiuiui. Ui. Aber Kenny wird da nicht mehr nichts mehr machen können. Gut, einen noch, aber immerhin die AWP down gemacht. So, letzte Runde. 9-6 wäre auf jeden Fall gut. Sound ist hoffentlich übrigens wieder synchron. So, jetzt gehen sie wieder Banane. Da war es hier bisher nicht gut. Oh, wie weit vorn sie schon sind. Oh, Neo hat keine Ahnung, wie er den Molly werfen soll. Ah! Ah, schöne Molly jetzt bei... Oh, da laufen sie durch. Schön viel Schaden. Ja, was heißt schön viel Schaden? Immerhin ein bisschen was. Oh, damit hat Kuben wenigstens mal einen etwas besseren Job gemacht. Pascha schon. Oh! Pascha, Mann. Schöne Runde. Pascha mit seinem Bizeps, Trizeps und. Hast du nicht gesehen, Zeps? Klatscht sie dann einfach weg am B. Sehr schön und verdiente Halbzeit auf jeden Fall. Für ASC. Aber auch ein schönes Comeback von Very Games. Wobei das vielleicht eher auf die Unfähigkeit von ASC zurückzuführen ist. So, ich schau derweil beim anderen Spiel. Da steht es. Steht es. Oh, Z-Nation schon mit dem Draw. 15 zu 12 für Z-Nation. Da scheint es in eine dritte Map zu gehen. Ja, mal gucken. Hier ist gerade noch Pause. Besprechen wahrscheinlich alle noch die Pistole. Natürlich auch nett mit dem Bot, dass man jetzt hier mittendrin Pause machen kann. Dann einfach weitergeht. Dass es dann einfach weitergeht, wenn man Continue macht. So, ich schaue zwischenzeitlich mal bei Is. Okay, Nip gegen Bikey wurde schon nach hinten verschoben. Ich vermute auch nicht, dass sie
anfangen, wenn hier die beiden Viertelfinals noch live sind. Das wäre einfach schwachsinnig. Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass sie so viel Platz haben. Ich glaube, sie haben nur Platz für eine Gruppe. Eine Gruppe waren fünf Teams. Das wären jetzt sechs. Nip wird wahrscheinlich sitzen. Obwohl, ja, ich weiß es nicht. Was natürlich blöd wäre, aber. Gut, Pause ist weg. Zweite Halbzeit geht somit los. Ace tackert wieder, Mitte. VG mit einer Falle am B. Mit Nathan, RPK und Existence. ESC extrem abwartend. Orientieren sich aber B. Haben aber Equipment. Wenn sie das vielleicht für oben schon nutzen, wird es vielleicht nicht so gefährlich, wie es jetzt gerade aussieht. Oh. Oh, da gibt es sogar einen Teamfrag. Aber die HE ist gut. So, 3 gegen 3. 2 gegen 2. Netter Schlagabtausch gerade. Schöner Move, direkt nach hinten zu verschieben. So, jetzt trennen sich Very Games, was eigentlich nicht gut ist. Smith muss ein B bleiben und Kenny auf dem A. ESC nimmt aber auch Zeit raus. Haben aber nur noch 30 Sekunden. Sie müssen gleich eine Entscheidung treffen. Lord hat noch richtig viel Equipment. Hat noch jede Granate. Auch Pascha hat noch was. So, jetzt vielleicht eine Flash in den Hof. So, sehr schöne Smoke. Schöne Smoke auch nochmal. Und die HE sitzt. Boah, die war gut. Und Pascha mit einem Eier-Move in den Hof. Was? Wie hat Smith denn den da gesehen? Lord, komm schon, mach's. Wie der einfach stehen bleibt, die CD. Lord, Mann. Geile Sau. 21 HP, der hat nicht mal mehr einen Hit am Ende bekommen. Krass, Mann. Also hoffentlich bei ihm auch mal endlich der Knoten geplatzt. Steht ja doch unter Kritik derzeit, soweit ich weiß. Könnte man ja dann auch nochmal statsmäßig untermauern. Und das sieht doch sehr gut aus für eine zweite Map. Für eine dritte Map. Schauen, ob die im E-Board steht. Ne, das ist sie nicht. Okay, Z Nation hat auf jeden Fall die Map gewonnen. Da geht's auch auf eine dritte. Das heißt, es wird noch ein langer Tag hier. Denn wir sind gerade mal im Viertelfinale. Alles Best of Three jetzt. Drei wieder am A. Am B, sorry. So, für die beiden defensiv. Smith schiebt drüber. Ist sie über Mitte. Guter Lauf geht's über Hess. Schön, wie dieser durchspringt. Sehr stark gemacht. Geben Very Games keinen Easy Frag. Ja, schöne Pose von Neo. Ich wusste gar nicht, dass man ganz in die Ecke gehen kann. Ich würde die Waffe eher safen. Weil eine AK kann in der Runde extrem viel Schaden machen. Überlebt er da eigentlich? Jo, 60 HP abgezogen, keine Weste.
So, jetzt bin ich mal gespannt, was Nathan macht. Geht Richtung B. So, sollten jetzt vielleicht nicht jetzt auf Zwang auf die Waffe gehen. Null. Schöne Banks. Wusste gar nicht, dass man da durchschießen kann. So, das war nicht so gut vorgeaimt, wie man es vielleicht gewohnt ist von denen. Neo verwirft noch Flashes in dem Spiel. Wieder über Hess. Dort kommt er verzögert raus. Ah, oh, Nathan immer noch mit der Waffe. Oh, schöner Schuss in Neo. Die Existenz direkt auch hinterher. Bombe ist auch da down. Na, ob er die Galil jetzt wirklich behalten will? Fraglich. War da nicht noch ein AK von Amhes? Scheint sich jetzt doch ganz wegzugehen. Ah ne, er hat die AK. Okay. Hat er gerade gepickt im Döner. In der Bio, meine ich. So, trotzdem die ausgebaute Führung für ESC 12-6. Und so wie ich Kenny S kenne, wird er auch als CT-AWP spielen. Wenn sie das schon als T machen. Jupp, da ist sie auch. Sieht eher Richtung A-Haus aus oder ein schneller Move in den Döner. Auch schon relativ häufig gesehen. Schnell über Hausmeister Döner rein und dann falsche Mitte pieken. Ja, oder Haus unten. Och, das ist so krass. Aber da macht sie den First Track. Super aggressiv. Zu dritt, glaube ich sogar. Ja. Das müsste sogar mit Kinderzimmer. So, zum Glück geht Lord da nicht drauf. Wenn Banane jetzt nur einer ist, könnten sie eigentlich wissen. Oh. Lot schlecht da rein, aber auch krasse Kante von. Also krasse Posi von Kenny. Sie können es eigentlich noch machen, wenn sie ihn schnell töten. Ach, Nathan ist zu schnell da. Ja, jetzt wird er auch nicht wieder schieben. Ach, schade. Saven, glaube ich sogar, oder? Ja. Das ist auch eine relativ gute Entscheidung. Kriegen natürlich jetzt kein Geld, die anderen schon. Aber den kann gelegt werden. Für eine Kugel kann seine legen. Haben auch noch ein bisschen Equipment behalten. Pascha könnte sogar selbst kaufen. Somit eine gute Entscheidung von der ESC. Da nicht unnötig noch die Waffen abzugeben und es jetzt in der nächsten Runde einfach nochmal zu probieren. So, Vergames hat gerade aggressiv Banane gespielt. Ich denke mal, dass ESC da jetzt eher was dagegen macht. Was zur Hölle, ey.
Diesmal geht's. Sie pushen wieder B. Dann ist sie aber schon sehr weit. Also, wenn jetzt der Go kommt, wäre es perfekt. Es wird aber wohl ein bisschen zu lang dauern. Boah, wichtig von Lord. Krasser Shot. Smoke liegt. Guben muss da raus. Muss da raus. Nimmt aber noch einen mit. Tess war da. Auch natürlich okay. Habe ich nicht gesehen. On-Spot. Wann tötet man den On-Spot? Oh, Neo springt ihm ins Gesicht. Neo jetzt gegen zwei. Aber ist nicht einer hinter ihm? Eine Action. Eine Has. Neo hat viel HP. Boah, schöne Pose jetzt mit dem Smokebug. Schade, Tick zu früh geschossen. Macht den ersten. Verbrennt leicht. Oh, Nathan macht's. Oh, knapp rund für ESC. Bin mir gerade nicht sicher, ob sie kaufen können. Ich würde meinen... Nein. Oh, drei hätten Geld, zwei nicht. Sie kaufen. Okay. Wollen es also wissen. Aber das Very Games das einfach nochmal spielt. Da zu dritt B pusht. Und sie spielt es nochmal. Oh, da wird die HE verworfen. Ach Mann, was macht ihr denn da? Einfach mal HEs vor. Zum dritten Mal spielen sie die Runde. Das klappt zum dritten Mal. Wobei jetzt eben, ja. So, Neo 1 gegen 5. Wenn es einer machen kann, dann er, aber in Go irgendwie nicht. Macht er. Gentera. Lol. Wie wenig jetzt er kriegt. Vermute da in dem Eck, aber ist nicht der Fall. So, da stirbt er auch die 9. Runde für Very Games. Jetzt muss aber EC Eco machen. Aber eine Eco in Go ist ja eigentlich nur halb equipped. Sie wieder zu dritt B offensiv. Also es scheint dir gerade ein extrem gutes Mittel gegen ESC zu sein. Ich meine, was willst du auch als T großartig dagegen machen? Ich meine, klar, du kannst früh mit HEs und so rein. Aber die CTs werden natürlich auch irgendwas werfen direkt. Da ist die Frage, ob man so viel Damage dann austeilen kann. Oh, weil sie am A durch waren. Nice Shot von Kenny. Ah, klar. Ich dachte, die Bombe kommt wenigstens noch durch. Also Franzosen jetzt auch zweistellig. ESC hat wieder Geld. So, jetzt vielleicht einfach mal B aufhalten. Oder mal House Contact spielen. Ich meine, sie sind dann immer mit so zu zweit, blocken dort. Und sie spielen es nochmal. Also jetzt müssen sie dafür bestraft werden. Smoke League, Kenny hat er geaimt. Pushen wieder, sie pushen wieder. SC spielt leider nicht das Gewünschte. Ja, jetzt schieben sie den Instant wieder weg. Kann mir aber gut vorstellen, dass sie am Ende wieder B, dass sie am Ende B gehen wollen. Ich stehe nämlich recht weit hinten. Lord steht da. Ah, wobei ich sage weit hinten, außer das ist tatsächlich wahr.
das jetzt mal eine knappe Runde. Hoffentlich geht man wieder über Hells. Also, VG hat halt null Kontrolle in der Mitte, haben die Rippen nicht. ESC hat viel Raum über Hells zu gehen. Scheinen aber einen Split über Haus machen zu wollen. Lord hat eigentlich immer einen guten Job gemacht. Immer die Duelle eigentlich gewonnen. So, schöner 1-6-Go, da springt Kuben rein. Oh, Kenny ist einfach zu stark. Oh, da waren die Tätig nicht blind. Pascha macht die Kenny in der Action. Oh, Kuben darf da nicht aufs Spot ziehen, da muss er so. Sehr schön. 2 gegen 2 Situationen. Beide CDs kommen jetzt erst ungefähr. Puh, zum Glück haben sie keine HE mehr. Ach, ganz schwierige Situation. Schön vorgeschossen eigentlich für Neo. Oh, perfekt. Oh, Mann, was machen sie da? Oh, Mann, Mann, Mann. Dass aber auch keiner Friedhof oder so geht. Ich sag's ja, Friedhof ist Simba. Nehmt den scheiß Friedhof ein. Natürlich ist die Gefahr da, dass Hess schon da ist, aber... Ja. Feine, wenn der Low HP ist. Ich glaube, das ist Friedhof die beste Posi. Guckt mal, Überraschung, sie spielen wieder Push zu dritt. Frage ist, ob sie... Ne, schiebt einer wieder direkt rüber. Wieder defensiv am A. Wobei, am Haus... Spottet, hat Smith sogar gespottet. Also wie gesagt, ein Haus-Contact, man könnte sogar Rippen ausgleichen und dann Action-Contact. Da deckt gerade niemand hier. Guck mal, wenn wir... Davon ist alles frei. Jetzt ist gerade gedeckt. Aber wenn man das Zeitfenster nutzen würde... Ich bin mir sicher, man hätte ja sogar... Man hätte sogar Raum, Mitte hochzugehen, Sandkasten zu flächen. Irgendwie halt, keine Ahnung. Ich habe noch keine gute Flash, aber das geht bestimmt. Ich sehe gerade hier so, noch so ein Ekeldach. Also, alles das sind Optionen, die ESC noch offen hat. So, jetzt die Smoke nicht breit genug. Pascha zu. Keine Ahnung, fällt nichts Gutes ein. So, immerhin ist Mama Spot, kann man wieder die Bombe legen. Aber gegen 5. Unmöglich. Mary Games ist da einfach zu abgeklärt. Da kommen auch nicht die Monster-Shots raus. Die werden hier vielleicht sehen müssen. Nee. Mary Games gleicht aus. 12-12. Ach. Wieder gibt ESC eine hohe relativ... Nee, es war so nicht eine relativ. Sie haben 12-6 geführt. Das ist keine relativ hohe Führung, das ist eigentlich eine hohe Führung. Geben sie gerade wieder aus der Hand. Value Games spielt jede Runde dasselbe. Immer zu dritt am B. Und sie werden es jetzt so lange spielen, bis nicht mehr klappt. ESC scheint aber kein Mittel dagegen zu haben. So, jetzt besprechen sie sich. Oder? Sie haben Waffen, spielen noch weiter defensiv. Wie gesagt, Haus. Mitte. Man hätte schon wieder Raum. Ich habe aber das Gefühl, sie wissen das nicht mal, dass B offensiv ist. Ich meine, sie haben da vorhin immer kassiert. Und jetzt ist halt keiner drin. Da kommt, glaube ich, wenig Granaten, sodass sie es nicht unbedingt wissen. Aber von daher braucht man ihm wahrscheinlich jetzt nicht den großartigen Vorwurf machen, aber trotzdem, dass man es nicht mal über die Mitte zügig versucht. Man muss ja auch merken, dass da nichts kommt am Anfang. Dass da niemand rumzieht, da wird nicht geflasht oder so. Man hätte schon längst Rippen sein können. Kenny hat jetzt auch Lord gemacht im Haus. So, jetzt der Contact und Neo mit dem Fake gleich. Aber jetzt sind sie wieder... Aber die Smoke liegt gut jetzt.
Taler billig fake. Oh, schön! Neo macht einen! Oh, hat er ihn nicht gesehen? Einer nach einer Ruine. Und Neo schiebt immer Banane. Das Mist kommt da gleich hinter ihm. Und Neo hat auf jeden Fall die Banane gleich safe. Das sollte die nächste Runde für ESC werden. Oh ja, wurde gerade gebankt. Kuben sucht sich ja gerade einen guten Pre-Aim-Winkel. Oh, die CDs gehen safen. Auf geht's, ESC. Wir wollen eine dritte Map sehen, Mann. Eine, die dann hoffentlich genauso spannend wird. Mit dem besseren Ausgang für ESC natürlich. Lol. So, VG hat auf jeden Fall Geld. Kenny wieder mit Aave. So, jetzt bin ich gespannt. Sie haben die Runde verloren und treiben einen B-Push. Oh, doch. So, jetzt noch ganz kurz. Eine HE habe ich schon gehört. Zwei. Wie? Oh nein, jetzt pushen sie das erste Mal durch, oder? Trotzdem. Jetzt wissen sie es. Wichtiger Shot. So, jetzt einfach nochmal über T-Rampe aufbauen. Ist auch nicht so schlecht. Boah, ein VG gibt gerade den Vorteil aus der Hand. Lassen die Mitte jetzt offen. Schade, dass Kuben da schon wieder das Duell verliert. So, jetzt wird die Mitte angenommen mit Taz. Könnte man B gehen, wenn Existence da schnell stirbt, der aber gut gegenflasht. RPK schiebt gerade. Jetzt schöner Go über Mitte. Und jetzt vielleicht einfach wieder Has-Contact. Okay, man geht über Action. Aber das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Ach, kenn ihn wieder ein. Auf geht's, Tess. Auf geht's, Tess. 10 Sekunden. Er muss auf Frag gehen. Er muss auf Frag gehen. Er kriegt den Frag. Aber CDs sind jetzt da. Und da ist es. Die 13 Runden für Very Games. Wieder der Ausgleich. Keine Bombe gelegt. Kein Geld bei ESC. Very Games könnte sich sogar erlauben, noch eine zu verlieren, wahrscheinlich. Wobei. Gar nicht mal so sehr. Jede Runde kann so entscheidend jetzt hier sein. Oder ist eigentlich entscheidend. Das erste Mal, dass man nicht 3-2 aufbaut. Schön mit der Glocke. Bisschen P250 Action hier bei Neo beziehungsweise vorher bei Lord. So, das will ich gerade mal auf Kennys Perspektive sehen, ob er da die Waffe jetzt gesehen hat eben. Schade, dass er so laggt. Action raus, aber RPK steht da wie eine Bank. Eine Bank unter der Laube. Und tschüss. Oh, Very Games holt sich tatsächlich nochmal die Führung. 14 zu 13. So, jetzt bitte. Kuben, Lord, Tess, packt mal euer Hirn aus. Jetzt spielt mal was gescheit. Jetzt auf geht's. Ach, schade, sie jetzt.
So, jetzt spielen sie tatsächlich mal bitte was an. Nur leider ist Larry Games jetzt offensiv. Die Frags. Ach Mann, ey. Wenn man das mal viel, viel, viel eher gespielt hätte. Man hätte es jetzt eigentlich auch gar nicht spielen dürfen, weil die Smoke da lag. Vorher lag die ja nie dort. Wenn man das mal viel eher ausgepackt hätte. Bin mir sicher, ist sie ja die Map gewonnen. Ich meine, was will denn VG da groß machen? Sie sind halt zu dritt mit in der Banane. Sie haben zwar recht, sie würden zwar recht schnell schieben, aber bis dahin hat SC halt aufgeräumt. So, ein kleiner verzweifelter Go. Der aber besser aussieht. Pascha mit dem letzten im 1-on-2. Hat immer noch die Gali. Er schleicht Frank. Nathan und Nix ist beide über Base. Mit Timing kommt er vielleicht rein. Er kommt rein. So, er hätte jetzt... Boah, er hätte jetzt ein 1 gegen 1. Den kann er sogar knifen. Da hätte er meinen Respekt verdient, wenn er den knift. Das Schlitzchen auf dem Messer hört man nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. So, er hat das wirklich 100%... Ich weiß nicht, was er gerade... Ich kann mir gut vorstellen, dass er seine Mates gefragt hat, ob man Knifen hört. Und sie waren sich wahrscheinlich nicht sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man es nicht hört. Auf geht's, Kuben. Auf geht's, Pascha. Riskante Posi. Riskante Posi. Kannst du kurz gucken. Sieht man ihn? Man sieht ihn nicht. Man sieht ihn nicht. Und Nathan hat angefaked. Lord, Pascha, Neo, keine Ahnung, Pascha ist es. Er gewinnt! Schön, Mann! Oh, letzte und alles entscheidende Runde. Draw oder Sieg für Very Games. Bitte, bitte Overtime, bitte. Es kann ja wohl nicht angehen, dass Very Games hier schon wieder weiterzieht und dann wahrscheinlich ins Finale einzieht. Ich meine, ich will mal ein anderes Finale sehen hier. Auf geht's! Auch wenn es natürlich noch lange nicht gesagt ist, dass ESC dann oder Very Games in dem Fall weiter ist. Sehr schön, Mann! Jetzt wieder war der B-Push. So, zwei tot. Jetzt darf man gegen den dritten nicht sterben. Und Neo. Oh, da ist einer mit unten. Da ist einer T-Rampe! Jetzt passiert denn das, was ihnen eben passiert ist. Hallo, dreh dich doch mal um! Oh, wie wichtig schon Lord! Aber Kenny ist schon da. Neo muss es jetzt richten. Er hat die meisten HP. Sie haben noch einen Flash. Aber Kenny zieht dort wie ein Affe. Zielt dort wie ein Affe. Beide aber am Hass. Och, wie gut Very Games das spielt. Sie schließt gerade aus. Haben gleich wieder Zeit zu schieben. Natürlich auch enormes Risiko da gerade dabei. Und sie bleiben aber zusammen. Das ist gut, eigentlich. Sie steppen aber wie Elefanten. Jetzt werden die Steps gehört. Leider ist es Neo, der auch die Hits bekommt. 2 und 6 HP. Gegen 92 und 64. Beide haben noch ein bisschen Equipment. Die HE von Lord kann viel Damage machen. Mit dem richtigen Timing. Kommt zu früh. Er ist Y. Beide super low HP. Super low HP. Lord darf nicht so viel rausziehen. Lord darf nicht so viel rausziehen. Da liegt eine Smoke. Jetzt Neo. 1 gegen 1 gegen Kenny. Die Bombe liegt von. Neo, geh weg! Töte ihn doch! Alter! Oh, ein Ticken weiter rechts und er ist tot und sie haben die Overtime.
Alter. Mann, wie bitter ist das? Ich hätte es ihr so gegönnt. Ach, Mann, jetzt will ich nicht mehr weiterkasten. Ach Mann, das wäre so schön gewesen, wenn ESC hier noch eine dritte Map gemacht hätte. Oder das Spiel halt überhaupt gewinnt. Oh Mann, sie hätten es auf jeden Fall verdient. Aber dazu hätten sie jetzt ein bisschen besser spielen müssen. Auch als CT war nicht alles perfekt. Schade, schade, schade. Gut.